Jetzt liegt es gut. Heute ist der 10. Oktober. Ja, ich laufe jetzt gerade zu der alten Hennefläche auf, wo der Hennestall letztes Mal war. Und guck, wie es da aussieht, ob das Unkraut da wieder Samen hat oder ob da überhaupt Unkraut ist. Ob man das wieder mähen muss. Ob man sieht, es regnet auf alle Fälle. Oder nieselt. Ja, ja, schon Regen. Ja. Und dann haben wir jetzt auch die Woche haben wir hingekriegt, dann haben wir auch hinfangen müssen, das war glaube ich am Dienstag oder Mittwoch, Mittwoch war es glaube ich am Dienstag, haben wir hinfangen müssen. Das war so, keine Ahnung, 120 oder was das war, wo wir fangen hat müssen. Ja, dann haben wir auch wieder neue hingekriegt, ich glaube 100 oder so, oder auch 120 wieder, weiß nicht ganz genau wie viel das war. Ja. Und jetzt kann ich mal schon die Kamera drehen. So, jetzt, da war jetzt die Henne. Da hier sind sie jetzt. Und da waren sie, also man sieht, es geht schön was auf. Aber da, wo davor eigentlich nichts war, ich weiß nicht, ob das einfach, man sieht ja jetzt da, ob das einfach Egerkläger ist oder nicht, weil da habe ich ja verlegt. Man sieht auch, da ist das Gras ziemlich dunkel. Ich gehe jetzt mal nachlaufen, weil da unten war ja die andere. Das sind ja angrenzend, die Dinger. Die Fläche, weil da war ja da rum. In den zwei Bäumen war der Zaun rum. Und einen Unterschied sieht. Aber den sieht man gar nicht. Und auch gerade hat es jetzt geheiß. So wie ich das sehe, muss man es noch nicht mehr. Man könnte es jetzt machen zwar, aber Not hat es jetzt noch keine. Man sieht da jetzt keinen Unterschied. Da ungefähr war der Zaun, denke ich. Und man sieht ein bisschen was. Das war's jetzt, da war ich schon länger nicht mehr. Und da, also da war jetzt, zuerst war ich da. Na, da, jetzt sind sie da rum. Da. Da muss ich jetzt keinen Unterschied. Groß. Ja. Die Henne. Die sind wir vor allem noch vorne nach. Mit dem Lambo und der Bridge. Und den, die Henne, also so ein paar sind denen, zwei eigentlich, sind denen im Stall. Und fangen sie. Und ja, einer eigentlich, wo es ein bisschen pendelt. Und einer, wo es noch rein tut. In die Kiste. Das sind so Hennekiste. In jede Kiste passt halt 10 Henne rein. Na, haben wir die dann rein da. Und ja, das heißt, machen wir immer abends, weil ja, die Klappe zu sind, da sind alle Henne drinnen, dann kann man so schön vom, auf die Henne so, wie heißt denn? So Holz drin, so Stangen, wo sie drauf haben können. Und dann haben sie da oben, dann kommen sie da immer runternehmen. Und die kommen noch in die Wilhelma. Weil wir haben sie auch schon schlachten lassen. Aber der hat das Auge auch aufgehört. Und jetzt sind sie seit ein paar Jahren in Wilhelma. Und kriegt man immer so Freikarte für Wilhelma, aber ja, wegen Corona sind wir schon lange nicht mehr gegangen. Die nehmen wir jetzt hier noch mit und die geben jetzt hier noch in der, glaub auch doch irgendwie einen Stall in der Wilhelma drin. Und ja, kriegen die glaub dort Krokodil und Leber oder so. Kriegen die noch zum Fressen. Und dann muss man so da, sind, jetzt die hinteren Tiere da, noch rein da, wieder die neue. Und da sieht man, der Junge, ich weiß nicht, eigentlich nicht reingegangen. Na, ja, falsche Richtung. Das ist also, glaub ein Junge. Das auch. Was ich mit dem Kleinen kam, das sind die Junge. Ja. Und dort Fee da, die Geist da, wo der rausguckt. Und ja, die haben jetzt Gerst den Acker durchgefahren und da oben noch ein paar. Maisacker. Ja, Gruppe wie immer ist halt das gleiche. Ich weiß nicht, ob es für den Einzelnen wahrscheinlich langweilig. Aber man sieht es da auch schon, der Maisacker ist jetzt zum zweiten Mal, zweimal durchgefahren worden. Und es kommt schon wieder Unkraut. Auch viel Gleis, Tischle. Und wirklich viel Gleis, Unkraut. Problem war bloß, den habe ich nicht mehr geschafft oder nicht mehr gemacht, weil dann war es dunkel und dann habe ich bloß den Sender hingemacht und den nehme ich. Und es war jetzt wahrscheinlich nicht so optimal, weil jetzt regnet es gar nicht mehr machen. Gehst hin, was ich einfach weitermachen müssen, aber gut. Sonst, ich habe in der Woche jetzt noch nichts gefilmt, weil ja, ich habe eigentlich immer das Gleiche gemacht. Aufgeräumt, ein bisschen klar Schiff gemacht an ein paar Stellen,
Sachen ausgezogen, ein bisschen so Heckschnitte, also Wildwuchs geschnitten. Und dann habe ich auch ein bisschen was ausgezogen noch. Und, ja, und beim Kühlbehälter vorne haben wir so einen alten Bierbaum. Und außerdem sind so eine wunderbar Räuber gelegen und schön Wildwuchs durchgewachsen. Das habe ich noch Mondig mit der Heckenschere geschnitten. Dann denke ich, das lasse ich so, aber dann denke ich, das kann ich auch noch rausziehen, noch für Grenzklarschiff machen. Dann das noch rausgezogen. Bin jetzt vorher fertig geworden. Ja, halt, die Räufe noch abgelegt, da ist schon Karamell gekommen, unten schon geholfen. Räufe noch abgelegt, die Sachen rausgezogen und, ja, ich kann mal schön umlaufen und angucken. Wenn wir jetzt angerufen sind, da war es schon relativ nass, also stellen wir mal, war es nass genug und der andere ist eigentlich alle gegangen. Ja, ich habe halt jetzt so, mir jetzt gesagt, wir machen halt jetzt einfach, weil welche waren schon genug kleiner wie der, weil die einfach ein bisschen größer waren. Ja, das wäre eben das jetzt gemacht, aber wenn es ein bisschen knapp war, also vom Befahrbarkeit her. Aber gut. Irgendwann muss ich halt auch machen. Und jetzt habe ich mit Jönmar meistens ausgezogen, bis euch mit dem Nidates, weil er Jönmar gepackt hat. Und ja, jetzt ist aber nicht umgehängt, weil, also, ja, zu den vier muss ich eigentlich noch wahrscheinlich nochmal schön auf, weil die hin. Dann auch jetzt wieder auf der Seite umgelaufen, mein Vater und meine Mutter haben das gemacht und Teil rauf umgestellt. Ja, muss ich nachher nochmal laufen, muss ich eh nochmal her. Deswegen habe ich den mal jetzt vorher auch wieder das Mähwerk noch gemacht. Aber ja, dann haben wir gerade Geschirr schön hoch, dann zeige ich euch nachher noch schön, wie ich das gemacht habe mit den Räufen. Also dann, ade. Also jetzt hat das durch den Bierbaum und da war jetzt die ganze Räufe. Überall verstreue darum. So, es ist jetzt nicht ganz so Ding, also kann ich mit dem Moratori noch einfach mal drüber mähen. Und das zerstört da ja auch. Aber muss ich da vorne wegstellen, dann habe ich es jetzt nicht gemacht. Und die ganze Räufe danach da. Kann sie aber leider nicht zählen, das hätte mich interessiert, wie viel das waren oder sind. Und mit dem Räufe, dann habe ich eine extra so nachgestellt, weil mit dem. Ricardo hat immer was ziemlich Hobbyloses gemacht. Weiß nicht, Film. Es gibt ja Outtakes-Video, ob das da nachher reinkommt. Vermute ich mal. Ja, sonst halt die Räufe da. Auch relativ große Stöberräufe manchmal. Und auch so kleine Autoräufler, Waageräufler, halt alles Mögliche. Und da war der Scheiß halt auch mal. Das ist jetzt das Ärgste, so reingewachsen, dass du es nicht rausbringst. Aber gut, was willst du machen? Ich bring es jetzt da nicht raus, dann einfach den klauen. Und da war da halt auch noch ein Haufen Planet, das ist brutal, wie viele Planet da waren. Ja, mein Vater noch, soll die noch sortieren, welcher will oder welcher nicht will. Und jetzt wollte ich eigentlich mal was nachstellen, aber da es ja eh brutal am Streitli ist, kann man jetzt da auch einfach noch Gillefass, zack, rum und dann noch, weil das war davor relativ eng, hat man mal rückwärts fahren müssen, vielleicht längst noch jetzt ohne rückwärts fahren. Ja. Jetzt habe ich mein Vater gerade noch da, die hat macht was so. Der hat mit dem Moratorium oben bei den vier Mäher. Schaut müsste, falls ihr noch nicht gesehen habt. Oben bei den vier Mäher und da brauche ich beim Janmar in der Gewicht. Tja, das hätte ich mir so fünf Gewicht, da haben wir erst sechs Stück und ich brauche im besten Fall vier beim Janmar. Das wäre ein bisschen problematisch, sind wir auch schon gut angewehrt, welche zum Kaufen, das machen wir vielleicht auch noch und ja. Man hat ihn dann noch, Moratorien ja wie gesagt schon angehängt und dann tun wir da oben das Meer und dann gucken wir die vier auch noch schön vorbei. Und ja, also dann, ade. Leckeres Gott, heute ist immer noch der 10.
Oktober. Ich bin jetzt gerade beim Romea bei denen. Das ist relativ arg nass. Das ist auf der Weise, wo der Wildschaden war und ist wieder. Ich drehe mal die Kamera an, kann man das schön angucken. Also, da war ich jetzt. Da kommt auch schon Kleegras. Das kleine misst Kleegras ein. Sieht man das? Denk schon. Aber da war jetzt Wildschwein schon wieder frisch. Also, was heißt frisch? War sie halt auch schon wieder. Da sieht man das ganze Kleegras da. Dann ist auch alles Sache, wo ich nachschreiten. Denke ich mal. Hoffen wir es mal. Die ist zwar immer umgemäht, aber wie gesagt, ist schon arg nass. Vorher schon sogar abgewürgt. Ist ja geil. Ja, ich glaube, ich mache da haben wir noch die zwei Bäume da. Haben wir. Die mache ich noch und dann lasse ich es, glaube ich, auch. Weil das ist auf der Wiese, da bin ich keinen Bock, da nochmal nachzufahren. Da war es hier. Also, ja. Nicht immer sich da rum, also das ist halt so. Da ist. Ja, will ich nicht nochmal nachfahren auf die Wiese, sind das sehr geil. Denke ich, mach ich das noch. Lass es aus. Also, da war jetzt auf alle Fälle, da war eigentlich gar nichts gemacht, da war jetzt mal gar nichts, da sieht man auch Dapper. Aber das könnte auch Regwehr sein, ich rede Dapper, aber ich denke, das war ein Wildsau, weil das nachpasst. Aber ich habe es auch nicht gesehen. Da kenne ich mir jetzt zu wenig aus, dass ich sage, das ist ein Reh oder so. Ja. Also, da haben wir jetzt noch nichts gemacht. Ich weiß jetzt auch nicht, ob man noch was macht, aber eigentlich sollte man schon noch was machen. Aber ich habe im letzten Video schon gesagt, dass es eigentlich dafür im besten Fall trockener sein sollte. Und man sieht, dass es jetzt heute schon ziemlich nass ist. Deswegen geht auch mal mehr rein, jetzt so super. Aber, ja, gut. Das ist jetzt an der Waldrand, das sagt da, den muss man auch mal noch. Also, denn da muss man auch noch nachgucken. Dass man da wieder schön mehr kann. Da muss ich schon, dass die Seite da schon arg waren. Und die machen danach schon Bodenbearbeitung. Aber gut. Was will ich machen? Ja, bei den vier Obern habe ich jetzt gemäht. Und dann auch noch nur kann ich zeigen, wie das aussieht. Und der Karl und so, die mustert halt. Die bringen neu ihren Drescher. Soweit. Da oben den, die sind da und da oben den Bumm, freue ich mich ja noch. Ich gehe vielleicht in den Wald und mir da so Bämmle frei. Weil eigentlich nur ein paar Bämme, wo ich von mir geht, aber das lasse ich glaube, wie gesagt. Die gehe ich wahrscheinlich mit Myanmar, weil. So ein Dach, falls auf einen Regner wieder. Und der Lichtanhänger. Weil beim Fahrer, da habe ich das letzte Mal probiert mit dem Licht, das hat gar nicht funktioniert. Da verbrenne ich da Blinkzahn links. Mein Bruder hat da Warnhände, Wandblinker, aber Bremslicht praktisch. Deswegen muss man da noch gucken. Beim Fahrer, wie es da aussieht mit der Steckdose, aber ja. Und die Schlechter sind reingekommen, ja. Das ist auch wieder cool, der Leute war da relativ offen und Sandgas. Das ist da noch vorne gekommen, aber hebt jetzt nicht auf. Nimm her, passt das auch. Scheiße. Oh, Spiegel verstellt. Oh, leck mir. Hey, meine. Hey, Spiegel da manchmal, du. Die kommt da manchmal so oft, oder? Das ist brutal. Ja, Moratori halt. Ja. Also dann. Ade. Jetzt ist leckeres Gott. Es ist immer noch der 10. Oktober. Ich bin jetzt bei den 4 oben. Ich tue da immer, wenn ich den Aufgang meistens, weil da vorne schon nicht eingestreut. Da muss ich nicht einstreuen, weil sonst müssen wir so vermischen aus da. Tue ich da immer meistens die Scheißbolle oder Scheißbusse da vorne noch. Da zum Beispiel noch so noch dann. Immer mit so einem Reicher auf dem Haufen. Der war da. Ich habe das jetzt aufgeladen. Da hinten haben sie ja ihre Liegeecke. Aber ist mir jetzt gerade aufgeladen, ich soll den Schrauben haben, muss ich nachher wieder Schrauben auf tun. Dass ihr auch wieder schön liegen könnt.
Und die spielt jetzt gerade am Janmar rum. Ja, mit dem Janmar gemacht. Und nicht mit dem Frontladerschlepper, weil ich mit dem Janmar einfach da geschickt reinkomme, weil der zu groß ist. Einfach ein Grund. Und deswegen denke ich, finde ich auch geschickt, das ist. Komm schnell auf und schnell wieder runter, deswegen. Ja, kein Problem. Ja, ich habe jetzt heute Mittag auch gemäht. Und ich ging da rum und ich will die jetzt verschrecken. Ogern verschrecken, wenn ich dann so. Gehen wir da rum. Oh mein Lieb, pass auf, ich komm. Ja. Jo, Hermann. Da, also. Da ist schon Kamera. Jetzt hat also da haben wir nicht gemäht. So. Und jetzt hat, war ja am Anfang waren sie da, noch waren sie da, noch waren sie da, noch waren sie da. So, also jetzt sind sie von da auf das und auf das Stück gekommen, weil davor war ja da oben, wo die Agathe gerade steht, war ein Zaurum. Dann haben sie meine Leute weggemacht, oder meine Eltern weggemacht, mein Vater, meine Mutter, dass die noch einfach das ganze Stück haben, weil ja hat es da unten eh auch viel Futter und da oben auch wieder. Deswegen ist das jetzt zusammen einfach. Und die fressen ja jetzt auch immer mehr. Und jetzt die Heurauf da ist auch schon fast leer, muss man auch wieder neue Ballen auf da. Also da es halt jetzt ein bisschen zu regnerisch ist, sieht es auch ein bisschen ziemlich scheiße aus. Wir sind auch Strom da oder sonst was, ich weiß nicht, mit meinem Vater mal schwätzen. Und ja, da habe ich jetzt auch gemäht. So sieht's aus. Abegen tun sie jetzt nicht. Mein Vater gemeint, brauche ich nicht. Und ja. Dann habe ich den Baum rumgefahren und dann jetzt umgehängt wieder auf Anhänger. Und dann sehe ich jetzt gleich nochmal Kraftfutter gehen. Na, dann ich das anladen und dann gucke ich, ob ich mit dem Hänger ein bisschen Strand auftue, dass ich da auch ein bisschen was nachschmeiße, weil das sieht schon scheiße aus. Aber du kannst halt nichts machen, weil du kannst halt. Oh gut, aber das ist auch scheiße. Immer die Haie rauf umstellen, deswegen. Sie können die jetzt auch von oben her rein, also von da. Weil da sind sie ja vorhin noch keine, weil das da ein Ding rum war, das können sie da ja aber auch noch. Deswegen müsste es ja auch noch passen. Was man noch manchmal halt machen muss, ist das halb ein bisschen ans Eck noch da, weil die nicht ganz mit hineinkommen und da ja auch noch kommen. Aber das ist halt da, ja gut. Ist halt wie es ist. Aber gut. Na, das wieder da noch da und das da noch rum da. Und noch. Weil raus, gibt eine Kraftfutter. Das könnte man jetzt auch zu machen, wenn ich jetzt so auch mache. Aber probieren wir schon aus. Lady. Moment. So, das machen wir auch. Sind alle noch gut überlebt. Dritte Gang. Handbremse. Einmal vor bitte. Und der zweite Nein, wenn die da vorne standen. Fahren wir langsam raus. Bluetooth-Box dabei. Ja. Es macht die gut. In dem Griff. Schön durch, zeige wie das im Normalfall immer macht. So, dann schön laufen. So, jetzt halt. Demo. Muss ich erst das auch sauber machen. Das schön sauber machen. Schön auskippen. So. Jetzt. Mit dem Reicher da oben. Du das immer auf dem Haufen. Jetzt halt. Auch immer nicht mehr. Noah, Betty! Kommen sie schon angelaufen, aber die Tonne wahrscheinlich wegen Jan Mauer. Aufmachen. Noch ist das da das Gemisch. Bibele, Haber, Weizen und Gerste. Müsste das sein. Na, kriegen sie jetzt eure ganze Schaufel.
Und ein bisschen Ebbes, also eine halbe ungefähr. Zack. Ding wieder rein. Deckel auf. Jetzt kommt sie. Madame. Der Hermann will ja auch nicht verhungern, deswegen kommt dann auch gleich auch. Schlosser. Mädels. Ja. So. Hau halt rein. Agathe ist wie immer ein bisschen suspekter. Ja, jawohl. Hat mich versteckt. Jetzt. Scheiße, jetzt haben wir noch hier reden. Hoffe ich weg. Jetzt. Wasser sauber machen. Kommt noch etwas. Kommt noch was. Sauber machen, Elabel. Dass die jetzt gerade auch jetzt trinken hin. So. Passt das ungefähr? So, ja, auch wichtig, gucken, wie viel du denn ist. Sieht man das? Schnell auf jeden Fall durchgehen. Über halbe voll, andere über den Fuß voll. Denk nicht ganz drauf, dass ein bisschen Luft hat, dass das Luft reingeht. So, dann fahre ich jetzt heim. Oder ja? Oh no. Jetzt haben wir weiter. Also dann, ade. Es ist leck, grüß Gott. Also immer 10. Oktober. Ich mit meinem Bruder, mit meiner Schwester, gerade Strauen auf da zu D4. Mit dem Janmar im Hängerle, sieht man es wahrscheinlich nicht mehr arg. Ein bisschen Eichstrahl, dann haben wir noch der Hermann, Gerda und Betty gefangen und das Halfter ein bisschen locker gemacht und Agathe, die haben wir nicht gekriegt, aber gut. Noch war vorne weiter da, der Karl und so, die haben den Rest gebracht. Haben wir noch bei den Kühe, bei den Retrogene, bei den Rindler und also die Vieh ein bisschen was noch da. Ja, der Rest ist vom Muster, das was übrig bleibt, die auspresste Äpfel. Sieht man gar nicht bloß nicht mehr. Moment. So, also das hier sind ja die Kühe, das ist Grip. Und das da ist der Rest da. Das ist da eine. Die Äpfel. Und das mega Kühe. Da kriegt ihr das. Das ist ein Stoll da alle. Gut, das ist Stoll da. Hey, Stoll da. Ja, genau. So, ja. Das war's noch eigentlich. Ich weiß jetzt, ich habe jetzt bei dem Farmvlog jetzt am Samstag voll alles reingedruckt, weil ich auch sonst eigentlich das ganze Steak gemacht habe. Und einen Halbgrubert, aber Grubert habe ich eher eigentlich relativ oft sehr. Deswegen sage ich noch einfach mal jetzt. Ade.